Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Werwolf, Landhauswerwölfe. Und ja, wie man sehen kann, ich habe hier mal diese Neumondhütte etwas anders gestaltet. Wir sind hier noch nicht am Wohnen, aber ich denke mal, wir werden hier auf jeden Fall demnächst jetzt auch bald einziehen. Und ja, wir müssen uns auf jeden Fall verkleinern. Das heißt, ein Tier kommt in Frage. Weiß nicht, da wir. Im Prinzip ist ja Edgar offiziell irgendwie gestorben. Unser Lama, Alpaka, Dingsbums. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall die Alma mit. Ich weiß, wir müssen zwar eigentlich goldene Wolle machen. Aber ich meine, wie lange kann das dauern? Bis dahin ist die Kuh vielleicht auch abgenippelt. Also von daher könnte ich mir auch super vorstellen, dass das dann immer noch frühzeitig, dass man da ein Lama, Alpaka irgendwie Dingsbums kann, ne? So, im Inventar haben wir, glaube ich, schon eine Kuh. Ja, genau. Das ist eigentlich unsere Alma. Die ist ausgewachsen und die ist auch ausgewachsen im Prinzip. Ja, und den Edgar, den haben wir ja hier jetzt. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja auch noch einen Kürbis, den können wir ja drüben auch nochmal aufstellen. Also ich denke mal, wir werden da schon irgendwie klarkommen. Also ich denke mal, das werden wir mal ins Inventar packen. Weil ich denke mal, der Andy, dem ist das Grundstück ja eigentlich zu groß. Ich meine, das passt von den Anbauten und alles. Hat das immer ganz gut geklappt. Aber so die Rechnungen. Die sind halt schon ein bisschen heftig, ne? Und das liegt halt alles daran, weil das Grundstück so groß ist und der ganze Schmarrn. Und dann würde ich mal fast sagen, wenn wir den Edgar die Kleidung ausziehen und es ist ein Alpaka, dann werden wir den auch putzen und füttern. Und dann noch Scheren. Und kann man den dann auch verkaufen wahrscheinlich, ne? Eintauschen gegen Simoleons. Weiß nicht, kriegt man da vielleicht. Wir könnten ja auch erstmal die Kuh hier fertig machen. Und mal gucken, was da passiert, wenn wir die gegen Leckerchen eintauschen. Ich denke mal, ich werde auch meinen Stall auch mitnehmen. Ist ja klar, oder? Guck mal, die Vögelchen. Ah, die Vögelchen darf ich auch nicht vergessen. Ich finde die Kuh halt richtig süß. Ich würde halt gerne beides haben, ne? Aber auf dem Grundstück ist halt nicht viel Platz. So, und was ist jetzt? Jetzt ist er auf der Jagd. Okay, alles klar. Eintauschen gegen. Die gibt halt 400 Simoleons, ne? Fleisch? Nein, auf keinen Fall. Möchtest du dieses Tier wirklich gegen Tierleckerchen antauschen? Diese Aktion kann ich eher. Ich bin mal gespannt, was wir für Tierleckerchen kriegen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie.
Hochverrat, was? Am eigenen Tier, weil Verkauf einer geliebten Kuh. Ey, aber als Edgar 1.0 abgeholt worden ist vom Sensemann, da hattest du gar keine Gefühle, ne? Will ich dich nur mal dran erinnern, dass dich das da auch nicht interessiert hat. Aber nur so nebenbei, ne? Aber das ist ja auch was ganz anderes gewesen, ne? Das waren andere Umstände, er war am Schlafen. Ja, da hatte man keine Zeit, ne? Ich sag ja dazu nichts mehr, ne? Der Andy ist so sein eigenes. Ja, er hat sein Eigenleben, würde man fast sagen. Aber was bringt mir das halt, wenn ich halt auf dem anderen Grundstück keine zwei Tiere haben kann? Und dann ist das halt so. Das war hier auch eine schöne Zeit in dem Haus. Oh, guck mal. Na du. Soll ich dich mal ein bisschen runter Aha, bringen? Stulane Lamina, Quar Gorabani, Parsifitani, Watani, Ich Fopisi, weiß, Limba, dass. Ekna, Fenosa, Valmet Fabiki, Na, jetzt Parsifitani, geht's ihm doch schon wieder besser. Chalkikaris, Drafenapo, Ja, ich werde hier umziehen. Da brauchst du dir jetzt den Duft nicht Krapelin, reinziehen von den Büchern. Was ist los? Ausheulen. Oh Gott. Sich von Freunden zu trennen kann ganz schön bitter sein. Ja. Es ist halt so. Wir haben die Kuh jetzt verkauft und was heißt verkauft? Bartzain ist in die Jahre gekommen. Haben wir jetzt irgendwie ein Leckerchen gekriegt? Oder ist das hier einfach. Ja, wir haben dich verarscht, du kriegst gar kein Leckerchen. Bestimmt sind das aber keine besonderen Leckerchen, oder? Würziges. Haben wir hier Kürbisleckerchen, Freundschaftsleckerchen. Mitternachts. Fruchtleckerchen. Ja, also was Neues haben wir jetzt nicht gekriegt, aber es war ja auch mitten in der Nacht, ne? Also von daher. Sind jetzt alle. Ach, du hast die. Hast du die. Hast du alles geerntet? Habe ich dir das gesagt? Derzeit benötigt keine Pflanze Pflege. Was haben wir denn hier? Irgendeiner Granatapfel, Birne und Kochbanane. Kirsche, Zitrone und Avocado. Apfelbaum. Haben wir schon einen, wo ein Apfel mit dran? Granatapfel, Kirschen. Aber kein mit Apfel. Dann ernte mal alles. Ich denke mal, wir können den Kürbis eigentlich auch mal ernten. Wenn wir ja eh umziehen, dann sollten wir ja da dann auch mal gucken, dass wir die Sachen dann. Ja.
Ja, denn hier jetzt? Ach so, dass die fliegen einfach so darum. Das hat nichts mit irgendwelchen Mistkäfern zu tun. Ja, weil es ist einfach, wir haben zwar sonst nichts, aber insgesamt müssen wir 9000 und Batsch zahlen. Das ist ein bisschen für eine Person, ist das ein bisschen viel. Von daher. Wir können ja irgendwie vielleicht eine Großfamilie rein oder so. Oder ein Pärchen oder so eine kleine Familie, weißt? Wenn die sich das gescheit hier umbauen und umeinrichten, dann kann man hier auch was Tolles draus machen. So, aber worauf ich eigentlich warte, ist, dass ich vielleicht noch meine Leckerchen krieg für die Kuh. Kann auch sein, dass das gar nicht passiert. So, Streichtag war grauenhaft, aber das ist wilder Hase enthusiastisch streicheln. Ja, die nehmen wir natürlich auch mit. Und die Vögelchen, die kriegen da bestimmt auch noch einen Platz. Von daher wird das sicherlich schon was. Oh Mann, ist das jetzt irgendwann auch mal vorbei mit deiner Traurigkeit? Es ist ja nicht mehr zum Aushalten. Wir müssen ja uns ja sowieso die Zeit noch vertreiben, bis wir diesen Crack da auch vermöbeln können. Bin ich auch mal gespannt. Könntest du jetzt bitte hier bis an die Grenzen gehen? Danke. Was ist hier? Schirm öffnen. Nö, das brauchst du nicht. Ich weiß, das könnte dich leicht wütend machen mit dem Nasswerden. Aber so ist das halt, ne? Weiß halt auch nicht, wie man das am dümmsten macht. Ich pack mal hier das alles hier rein. Und nicht verkaufen. Natürlich irgendwie meine Zwerge. Den dann nehmen wir dann natürlich auch mit. Unsere Sticksachen, die müssen mit dabei sein. Den Rest kann man eigentlich so ziemlich neu kaufen oder so. Ah, die Lampe. Ja, ich weiß, die hätte man auch. Ja, und die Abzeichen, die wir gewonnen haben schon. Wir haben ja bis jetzt alle Plätze belegt auf diesen ganzen Finchwick Festivals. Den da nehmen wir auch mit. Den da nehmen wir mit. Einfach den Fall der Fälle. Das ist ein gekreuzter Baum. Das ist ein Gekreuz. Nee.
Ich glaube, der ganz außen war auch keiner. Die in der Mitte sind eigentlich wichtig. Und der Apfelbaum. Und die ganzen Pilze. Hoffe, der kann sich das Haus auch leisten, ne? Nicht, dass ich da schon wieder übertrieben habe. Aber das sollte eigentlich nicht sein, oder? Dann verkaufe ich halt. Aber wir kriegen das schon hin. Ja, ich denke schon, dass das irgendwas wird. Er ist immer noch traurig. So, ich denke mal, bevor er zur Arbeit geht, werde ich tatsächlich gucken, dass wir in das andere Haus kommen. Muss ich mal gucken, wie viel das andere kostet. Darauf habe ich nämlich nicht geachtet. 33.000. Wir haben 6.000. Eigentlich könnte ich ja gucken, dass ich die Möbel vielleicht verkaufen kann, alles, was wir da jetzt stehen haben. Warte, dann mache ich das. Und bin mal gespannt, weil ich weiß, dass ich das ja da drüben habe ich eingerichtet. Deswegen können wir eigentlich, was hier ist, ja, die Rechnung. Hauptsache, wir müssen hier noch. Toll. Ja, die Kaffeemaschine, wir können uns ja auch. Manches verkauft man ja auch nicht unbedingt. Aber das würde im Lebtag nicht reichen, ne? Dass wir hier die Sachen verkaufen. Naja, wir können uns das ja mal antun. Wenn nicht, gibt es ja einen Cheat, wo man sagen kann, dass man sich das leisten kann. Und so viel ist das ja nicht. Das sind 33.000. So, Haushalt ausziehen lassen. Ja, genau. Wir können uns das nicht leisten. Und warum? Wie viel Geld haben wir? 28.000. Ja, das ist blöd. Egal. Wegen den paar Simoleons kann man. Das ist, glaube ich, free. Real. Und ja. Und zack, das wollen wir doch haben. Möbliert, Möbel behalten, von mir aus. Wir können ja später noch aussortieren. Ja, es kostet 20.000. Warum kostet das denn mehr? Als, naja, ich hoffe, dass die Rechnungen nicht so hoch sind. Jetzt, wo ich sehe, dass das teurer ist als das andere, ich finde es sehr interessant, ne? So, ist das eigentlich der gute? Weil es gibt ja zwei Sorten, glaube ich.
Ja, der Tausammler Armer Tropf und dann der Tausammler Lapprop. Davon haben wir sogar 5 im eigenen Inventar. Das könnten wir doch eigentlich mal ändern. Da, 5-mal den Tausammler Dingsbums. Das heißt, Tilly hier können wir eigentlich verkaufen. Wenn ich selber sowas habe, dann brauche ich die im Zweifelsfall auch nicht. Dann nochmal bearbeiten. So, dann gucken wir mal, dass das hier rumsteht. Müssen wir nur gucken, dass wir auch in den Garten kommen. Ich glaube, von hier vorne kommen wir in den Garten. Aber ich möchte 5 gerne hier hinbekommen. Wenn ich schon... Und wir haben 3 nochmal. Also kann ich eigentlich... Moment. Ach so, ich habe 3 in blau und 2 in schwarz gehabt. Alles klar. So ist das gemeint. Ja, nee, da müssen die anderen auch schwarz sein. Ist auch klar. Dann rücken die ein bisschen näher mal zusammen. Und noch einen in grün. Nee, also... Guck mal, wir könnten eigentlich... Können wir auch von so richtig bunt machen. Blau, rot, gelb, grün, schwarz. Und in weiß gibt es eigentlich auch noch einen. Das überlege ich mir gerade ernsthaft. Noch einen in... Damit wir auf jeden Fall alle Farben haben, ne? Dann hoffe ich mal, dass die mir auch gute Karten hier Unterstützung leisten. So, was war denn das andere? Wir haben, glaube ich, auch von den normalen gehabt, aber die möchte ich ungern haben. Aber der wäre doch auch eigentlich in der... selben Dings gewesen, oder? Da ist unsere Kuh. Jetzt die Frage. Ich meine, der Edgar, der ist, glaube ich, haben wir den jetzt vergessen? Nee, der ist mit hier dabei. So, das haben wir. Warum haben wir das 2-mal? Okay. Das heißt, noch so ein Ding. Das hier nicht hinpasst. Passt hier. Warte, da passt es hin. Nur damit ich hier mal mir ein bisschen mehr Platz machen kann. So. Und dann verkaufen wir halt das hier. Und dann haben wir noch weiß. Siehst du, so eine richtig bunte Sache. Und ja, meine Lieben, es wird Zeit, einen Cut zu machen. Beim nächsten Mal richten wir die Bude hier noch weiter ein. Verkaufen vielleicht den ein oder anderen Kram. Ich glaube, wir müssen tatsächlich trotzdem noch Rechnungen bezahlen. Oder auch nicht mehr, weil wir ja gerade rechtzeitig ausgezogen sind. Nee, haben wir nicht. Wir müssen den... Dann verkaufen wir das hier. Jetzt machen wir die Rechnung. Und für jedes hier muss doch dann eine andere Rechnung kommen, oder? Was günstigeres. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier genau dieselbe Scheiße jetzt haben. Aber okay, wir werden sehen. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.